Weiter geht's mit dem nächsten Top-4-Mitglied. Typ Eis, wie es aussieht. Geheilt habe ich schon. Die einzigen Kampfattacken, ne? Was anderes fällt mir nicht ein, was ich noch einsetzen will. Willkommen, mein Name ist Fosina von den Top 4. Ich bin von weit her nach Höhen gereist, um meine eisigen Talente zu trainieren. Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht das mit dir aus? Es würde mich darüber was freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Fernontor Level 50. Ja, das wird nix. Ich brauche mir da nichts einreden. Hagelsturm. Komm, machst du. Hey, yes. Mann, ich möchte doch mal sehen, wie viel es abzieht. Warum gehen denn so viele Attacken von mir daneben? Mann, andauernd vibriert mein Handy. Mach einfach nochmal. Mist. Wäre cool gewesen. Ganz ehrlich. Pokémon Saphir ist so ein Spiel, das am Anfang mega cool ist und dann später richtig langweilig wird. Das ist genau dieser Moment. Wieso setze ich Hydro-Pumpe ein? Weil es den Gegner besiegt. Ich glaube, die Antwort. Der 40. Entwickel dich doch jetzt mal. Uff. Uff. Das habe ich ja vollkommen vergessen. Wie gut es eigentlich ist. Ich müsste nur dreimal angreifen können, dann wäre es besiegt. Man muss natürlich dazu sagen, dass ich Level 35 bin. Ich hoffe einfach, dass es reicht. Ich hoffe es einfach. Nein! Bitte, bitte, bitte! Ja! Es passiert viel zu oft. Es passiert einfach viel zu oft. Danke. Ach, will. Ach, wenn mir jetzt auch das nicht mal mehr hagelt. Ich habe jetzt langsam Angst um Laubklinge. Naja, ich habe noch ein Top-Elixier dabei. 44, das ist gut. Ein Seher. Diesmal wird 52. Da hat noch genug Laubklinge. Yes! Nein! Komm schon, das überlebst du so. Du musst es überleben. Okay, du lebst es nicht, aber du musst es überleben. Ich bin so underleveled. Ich bin so verdammt underleveled.
Oh Mann. Der Hagelsturm hat aufgehört, oder wie? Ja, sicher. Der hat die schönere Pumpe eingesetzt. Oh. Das zieht mir fast nichts ab. Okay, das war mehr als ich erwartet habe, aber Levelunterschied. Ich meine, ich habe ein legendäres, aber ein Levelunterschied. was kommt denn jetzt? Noch ein Fünner. Nö. So ein Erdbeben wäre nice. Habe ich das als VN? TM? Ich war mal cool. Surfer? Vitropumpe möchte ich jetzt nicht zu sehr verschwenden. Es reicht genau zur Hälfte. Nein! Oh. Wenn Kyogre stirbt. Yes! Es ist ja manchmal so, dass du noch ein KP oder so übrig bleibt. Ja. Vogelhieb kann nie schaden. Kann nicht schaden. Übertrank. Oh Mann, das ist so lächerlich. Ja, okay, was erwarte ich? Ich dachte so, ja, vielleicht ein KP oder so, aber was erwarte ich? Ich glaube, ich werde lieber Kyogre das Top-Elixier geben. Ich werde jetzt erstmal auf Kaskade bleiben. Solange kein Volltreffer gelandet wird, schaffe ich das. Oder wenn ich einen Volltreffer lande, schaffe ich es auch, oder? Ah. Es müsste theoretisch. Es könnte noch möglich sein. Und du hast nichts Besseres zu tun, als mit Eiseskälte zu treffen. Ich hoffe jetzt wirklich sehr. Es ist das. Ja, okay, ich kann ja dann wieder auf das. Was mache ich denn? Komm. Nein, Volltreffer. Oh. Alter. Nochmal Beutel. Leber. Jetzt fängt das Tränke-Spam an. Wenn er dann noch ein Eiskälte raushaut und mich trifft. Ist mir echt so riskant. Aber über. Wenn ich jetzt Hydro-Pumpe einsetze, dann. Toll. Dann nicht mehr.
Yes. Ah, 2000 Erfahrungspunkte. Du und deine Pokémon, euer Zusammenhalt verbrennt alles. Diese Hitze besiegt jeden. Kein Wunder, dass mein einziges Talent dahin schmolz und dir nicht schadete. Bam! Geh weiter in den nächsten Raum und dort wirst du schrecklichste Seite der Pokémon Liga kennen. Und da sind wir bei der schrecklichsten Seite der Pokémon Liga. Der Kampf wird eher langweilig werden, da ich Kyogrephon habe und das ein Drachen-Pokémon-Trainer ist. Ja, ich hätte das lesen können, aber ich habe es nicht gemacht. Und los geht's. Gegen Dragan. Mit 5 Pokémon. Er fängt an mit Drasche. Echt, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gut ist, aber. Levelunterschied. Aber meins ist legendär. Ich, wie schon gesagt, das ist eigentlich nicht ganz gut. Ja. Da werde ich wohl drin bleiben. Ich hätte jetzt den Epitello umlegen sollen. Ja, also zum Thema EP-Teile kann ich gleich mal was ansprechen. Seit der 6. Generation funktioniert der EP-Teiler ja anders. Und ich finde es ganz gut. Ich finde es eigentlich sogar besser. Aber meiner Meinung nach sollte man die Spiele auch so verschweren, sag ich mal, oder schwieriger machen, dass es mehr oder weniger nicht hilft, also eher weniger hilft. Ja, das ist mein Standpunkt dazu. Ey, warum Sandsturm? Ich hätte auch gern so ein Libeldra. Ich hab mal ein Libara. Naja. Noch ein Libeldra. Der Typ mag die Dinger anscheinend. Das ist so ein Punkt, den ich meine. Das ist mit dem wilden Pokémon genauso. Überall gibt es die gleichen wilden Pokémon. Und naja, das macht es langweilig irgendwie. Oh. Okay, es hat ja vorhin schon ausgereicht. Was ist los mit mir? Talanda. Ich gebe zu, es war jetzt nicht der spannendste Kampf. Aber naja. Er trifft sich selbst mit dem Sandsturm. Was ist das denn? Flammenwurf. Warum? Deswegen. Und nice. Das war's dann mit der Top 4. Mit der wunderschönen Top 4. Hervorragend, das muss man sagen. Dir gebührt wahre Ehre, da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers und lernen zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen der Trainer und wachsen darin. Geh weiter. Der Champ erwartet dich.